Für mich ist Montessori ein Weg, die natürliche Entfaltung der menschlichen Entwicklung zu verstehen und zu verfolgen. Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Wenn dich diese Themen interessieren, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, auf das Glöckchen zu drücken und dieses Video zu liken, falls es dir gefallen hat. Ist Montessori auch zu Hause möglich? In diesem Video gehe ich auf die Grundlagen der Montessori-Pädagogik ein. Ich erläutere mein persönliches Verständnis der Montessori-Erziehung und welche Prinzipien kann man zu Hause anwenden, um sein Kind bestmöglich im Alltag zu begleiten. Dieses Video ist für Eltern gedacht und ich hoffe, du findest hier viele nützliche Tipps und Informationen. Montessori stammt vom Namen der Ärztin Maria Montessori, die Italienerin war und am Beginn des 20. Jahrhunderts lebte. Sie war die erste Frau, die medizinische Fakultät besuchen durfte. Sie hat sich in ihrer Arbeit sehr für die Kinder interessiert und arbeitete viel mit den Kindern. Und sie beobachtete die Kinder, um die menschliche Entwicklung wirklich zu verstehen. Zu damaliger Zeit enthüllte sie der Welt das ganze Wissen und Verständnis von der menschlichen Entwicklung, von der Entwicklung von Gehirn und so weiter, was heutzutage wissenschaftlich bewiesen ist. Das finde ich total faszinierend, weil sie durch ihre besondere Beobachtungsgabe so ein fundiertes Wissen der Welt geschenkt hat. Und sie war die Pionierin ihrer Zeit. Sie war die erste Frau, die medizinische Fakultät besuchen durfte und sie hat eine revolutionäre Pädagogik erschaffen. Die Montessori-Philosophie ist also ein Verständnis der menschlichen Entwicklung, aber forschungsbasiert, was eine Substanz hat und heutzutage durch Wissenschaft bewiesen ist. Das Montessori-Bildungskonzept wird bereits seit über Jahrhundert praktiziert. Und das Schöne daran, dass die ganzen Prinzipien nicht nur im Klassenzimmer Anwendung finden, sondern auch zu Hause ganz wohl angewendet werden können. Die folgenden Hauptideen der Montessori-Pädagogik kannst du auch zu Hause anwenden. Und die Idee Nummer 1 ist, folge deinem Kind. Montessori-Pädagogik ist sehr kindesorientiert. Wir kennen alle das traditionelle Bildungskonzept, wo der Lehrer vorne im Klassenzimmer steht und entscheidet am bestimmten Tag, was alle Kinder gleichzeitig lernen sollen an diesem Tag. Der Lehrer geht davon aus, dass jedes Kind in diesem Klassenzimmer ist bereit, um diese neue Information aufzunehmen und ist vorbereitet dafür. Im Montessori-Bildungskonzept ist es ganz umgekehrt. Es ist sehr kindesorientiert. Man hat einen individuellen Bildungsansatz und jedes einzelne Kind hat ein eigenes Tempo, wie es lernt. Er lernt mit seinem Tempo. Jedes Kind ist ein Unikat. Jedes Kind ist ein Individuum. Und in Montessori-Pädagogik schaut man ganz genau hin, was genau dieses einzelne Kind in diesem Moment braucht, um seine optimale, um die bestmögliche Entwicklung zu erreichen. Montessori geht davon aus, dass jedes Kind kommt auf dieser Welt mit einer sehr starken intrinsischen Motivation, mit einem inneren Bauplan und jedes Kind hat Bedürfnis zu lernen und neues Wissen anzueignen. Das Kind wird einfach in den Mittelpunkt gestellt und der Lehrer ist einfach ein Begleiter, ein Mentor für das Kind. Der Lehrer gibt nicht Anweisungen, was das Kind heute machen soll oder was wir gerade alle gleichzeitig lernen sollen, sondern das Kind hat es im Inneren und trägt es nach außen und der Lehrer hat einfach die Aufgabe, diese intrinsische Motivation anzufeuern, so gesehen. Und zu Hause kannst du die gleichen Prinzipien mitnehmen. Du musst nicht ein Vorgesetzter für dein Kind sein und deinem Kind nur Anweisungen geben und sagen, was er machen darf, was er nicht machen darf, sondern dem Kind helfen, sich bestmöglich zu entwickeln, indem du dein Kind unterstützt, indem du ihm vertraust, dass er diesen inneren Plan hat, indem du vertraust, dass er wirklich Bedürfnis hat, selbstständig zu lernen. Und du musst nur zur Seite stehen, ihn begleiten, so dass er sich an die Zeit, Ort und Kultur bestmöglich anpassen kann. Die nächste Montessori-Idee ist Beobachtung. Beobachtung spielt eine sehr wichtige und große Rolle im Montessori-Klassenzimmer. Damit der Lehrer jedes Kind bestmöglich begleiten kann, individuell begleiten kann, muss der Lehrer natürlich jedes einzelne Kind in seinem Klassenzimmer beobachten. Man beobachtet das Kind ganz neutral, man stellt nur die Fakten dar, wo das Kind gerade steht, was er bereits erreicht hat, woran er sich interessiert, über welche Fähigkeit es bereits verfügt, welche Fähigkeiten fehlen ihm noch und dementsprechend
gibt der Lehrer dem Kind die Reize, sich weiterzuentwickeln und seine Fähigkeiten auszubauen. Die gleichen Prinzipien kannst du natürlich auch zu Hause machen. Zu Hause beobachten wir unsere Kinder ohnehin. Wir sind ständig mit den Kindern da. Wir machen das natürlich auf andere Art und Weise. Wir führen keine Listen, wir setzen keine Häkchen und wir beobachten auf besondere Art und Weise. Und zu Hause müssen wir schauen, dass wir unser Kind auch neutral, versuchen neutral zu beobachten. Auf gar keinen Fall mit einem Durchschnittsbaby aus einer Durchschnittstabelle zu vergleichen, sondern beobachten dein eigenes Kind und schauen, wo seine Stärken liegen, wo seine Schwächen sind. Wir brauchen diese Beobachtung, um Schlüsse zu ziehen, wie wir unser Kind am besten begleiten können. Welches Angebot sollen wir unserem Kind geben, damit er sich bestmöglich entwickeln kann? Die nächste Idee der Montessori-Pädagogik: absorbierender Geist. Es geht hier um eine besondere Art der Lernfähigkeit des Kindes. Maria Montessori spricht von einer privilegierten Geistesform, dass das Kind besitzt, was natürlich der Erwachsene nicht mehr hat. Diese besondere Lernfähigkeit des Kindes, was Maria Montessori absorbierender Geist genannt hat, verfügt das Kind im Alter zwischen 0 und 6 Jahren. Man unterscheidet auch zwei verschiedene Formen des absorbierenden Geistes. Unbewusste Form, das ist im Alter zwischen 0 und 3, und bewusste Form des absorbierenden Geistes im Alter zwischen 3 und 6. Ein tolles Beispiel des absorbierenden Geistes ist zum Beispiel Sprachenlernen. Mit circa 3 Jahren kann das Kind die Sprache nahezu perfekt, ohne davor je einen Sprachunterricht erhalten zu haben. Was können wir Eltern daraus mitnehmen? Zum einen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass die ersten 3 Jahre von 0 bis 3 sind extremst wichtig für das Kind, weil dadurch, dass er diesen unbewussten absorbierenden Geist hat, sammelt das Kind Eindrücke von der Umgebung, von den Menschen, die ihn umgeben. Und all diese Eindrücke werden ein Teil seines Charakters, ein Teil seiner Persönlichkeit. Von daher sollte man sehr gut darauf achten, welche Umgebung hat das Baby, welche Menschen trifft das Baby, welche Geschehnisse passieren, was sieht das Baby, welches Handeln haben wir, die Menschen, wie sprechen wir miteinander, welche Kultur umgibt das Baby. Also man soll das einfach im Hinterkopf behalten, dass das alles einfach absorbiert wird, und dementsprechend soll man auf jeden Fall darauf achten, in welcher Umgebung und welche Situation befindet sich das Baby in diesen ersten 3 Jahren. Die vorbereitete Umgebung ist ganz, ganz wichtig in Montessori-Pädagogik. Dadurch, dass der Lehrer nur als Begleitperson da ist, das ganze Material steht im Klassenzimmer auf besonderen Regalen, auf den offenen Regalen. Das ganze Möbel ist kindergerecht, die ganzen Materialien sind zugänglich zu den Kindern. Alles ist zugänglich, die Kinder können sich selbstständig Hände waschen und das Essen zubereiten, mit Material spielen und so weiter. Diese ganze Umgebung beeinflusst das Kind sehr, wie ich bereits erwähnt habe. Absorbierender Geist des Kindes ist wie ein Schwarm, der saugt alle Einflüsse ein. Man kann sich so einen Schwarm vorstellen, was mit dem Wasser aufgesaugt wird. So ist dieser Geist des Kindes, was alles aufsaugt, was ihn umgibt. Und deswegen sollen wir unsere Umgebung, die Umgebung des Kindes, achtsam vorbereiten. Die vorbereitete Umgebung gilt natürlich nicht nur für die Umgebung, sondern man bereitet sich auch als Erwachsener vor. Für den Lehrer ist es die Vorbereitung des Lehrers, für den Eltern ist es die Vorbereitung des Elterns. Wir als Eltern spielen eine sehr große Rolle in der Entwicklung des Kindes, und deswegen sollen wir uns natürlich auch und sehr sorgsam vorbereiten auf diese besondere Rolle in unserem Leben. Nächster Punkt ist Ordnungssinn. Die Kinder kommen auf diese Welt, die sind brandneu und die müssen sich der Zeit, Ort und Kultur anpassen. Und die Kinder haben auch dieses Bedürfnis nach Ordnung. Die müssen die Welt verstehen, die müssen die Welt begreifen. Und es wird denen sehr viel helfen, wenn wir die Ordnung schaffen, bestimmte Strukturen schaffen, was dem Kind helfen wird, diese Ordnung zu verinnerlichen, weil die äußere Ordnung führt zu einer inneren Ordnung. Also man kennt es selbst, wenn man in einem aufgeräumten Zimmer ist, hat man selbst eine innere Ordnung, eine innere Ruhe, um sich auf wesentliche Sachen zu konzentrieren. Wenn man aber in einem Zimmer ist, wo Chaos herrscht, wo die Sachen durcheinander sind, wo Sachen vielleicht auf dem Boden liegen, hat man selbst dieses Gefühl der Unordnung. Das beeinflusst unsere innere Welt sehr. Und bei Kindern ist es sowieso
die sind brandneu auf dieser Welt, die müssen sich neu orientieren, die müssen diese Welt begreifen. Und damit sie sich schnellstmöglich anpassen können, können wir denen helfen, indem wir eine Ordnung schaffen. Es geht nicht nur um die räumliche Ordnung, es geht aber auch um die zeitliche Ordnung, das heißt bestimmte Routinen haben, dass die Kinder verstehen, dass es jetzt Zeit für Abendessen, dass es jetzt Zeit für ins Bett gehen und so weiter, so dass die Kinder alles besser klassifizieren können. Wenn wir die Spielzeuge minimieren, womit die Kinder spielen, wenn wir nicht unser Tag sehr voll packen mit verschiedenen Aktivitäten und so weiter, dass die Kinder nicht diese Überflutung der ganzen Reizen hat, sondern eine bestimmte Ordnung hat und bestimmte Orientierungspunkte hat, damit sie sich einfach besser fühlen und in dieser Welt, in dieser Zeit sich besser orientieren können. Nächster Punkt ist Freiheit. Freiheit der Wahl. In Montessori-Pädagogik ist es auch sehr, sehr wichtig, weil das Kind ja zur Welt kommt mit dieser intrinsischen Motivation, die im Inneren sitzt. Und das Kind will selbst wissen. Das Kind hat selber das Bedürfnis oder Verlangen danach, neues Wissen anzueignen. Sie haben einen Forschungsdrang, die wollen alle Dinge ausprobieren, anfassen, herausfinden, wie das funktioniert. Das kommt alles vom Inneren und dementsprechend soll man dem Kind die Freiheit der Wahl geben. Das ist eine Freiheit, allerdings muss man unterscheiden zwischen unbegrenzter Freiheit und Freiheit innerhalb des bestimmten Rahmens. Und Montessori ist eigentlich, also auf Englisch würde man sagen, Freedom within limits, also Freiheit innerhalb des bestimmten Grenzen. Man hat nicht unerlaubte Freiheit und das Kind kann nicht alles tun, was es möchte, sondern es gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, was der Erwachsene definiert, wo sich das Kind bewegen kann. Und ich habe ein tolles Beispiel dazu gelesen. Man könnte sich vorstellen, man steht vor einer Brücke, die über eine Schlucht geht zum Beispiel, und außerrum sind wunderschöne Gebirge, unten kommt vielleicht ein Wasserfall durch und der Fluss fließt unten und man hat diese Brücke, um von einem Berg zum anderen Berg zu kommen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese Brücke gar keine Geländer hat, keine Begrenzungen hat und man muss von einem Berg zum anderen gehen und unten ist eine Schlucht. Wenn du keine Begrenzungen hast, rechts und links, würdest du die ganze Natur außenrum genießen? Würdest du diesen wunderschönen Ausblick genießen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wirst du ganz ängstlich sein und ganz vorsichtig über diese Brücke gehen. Bloß nicht nach rechts und links gucken, sondern geradeaus, damit du einfach von einem Berg zum anderen schaffst, ohne runterzufallen. Du wirst ganz ängstlich sein und wirst nicht sich selbst sein. Andere Situation, wir stellen uns vor, dass diese Brücke hat sehr hohe Gelände. Es ist ganz hoch. Und wenn du diese Brücke überquerst, du fühlst dich sicher, weil dieses Gelände ist ganz hoch, aber du hast gar keinen Ausblick. Gelände ist so hoch, dass du gar nichts mehr sehen kannst. Dementsprechend genießt du diesen wunderschönen Ausblick auch nicht. Dementsprechend ist das Gefühl, ja, man braucht eine goldene Mitte, man braucht ein Gelände auf jeden Fall, damit man sich wohlfühlt. Man braucht aber nicht die Mauer rechts und links, weil sonst sieht man nichts und hat überhaupt kein Interesse, an diesem Ort zu sein und was Neues zu entdecken. Und so können wir uns natürlich auch zu Hause vorstellen, dass wir unseren Kindern gewisse Freiheit geben, gewisse Freiheit in bestimmten Sachen. Zum Beispiel die Kinder können eine Freiheit haben, was sie jetzt heute anziehen, solange es entsprechende Wetterbedingungen ist. Oder sie können Freiheit haben, was sie gerade jetzt in diesem Moment spielen möchten. Oder sie können Freiheit haben, ob sie jetzt drin bleiben wollen oder rausgehen wollen und so weiter. Bestimmte Freiheit brauchen die Kinder, aber bestimmte Grenzen, bestimmte Rahmenbedingungen müssen wir Erwachsene, wir Eltern setzen, damit die Kinder auch Gefühl der Sicherheit haben, dass sie in guten Händen sind und auch wissen, wo die Grenzen eigentlich liegen. Hilf mir, es selbst zu tun. Das ist der Leitsatz der Montessori-Pädagogik. Das hat einmal ein Kind der Maria Montessori gesagt und sie hat sich das gemerkt und sie hat die Kinder so gut beobachtet und sie hat gemerkt, dass jedes Kind ein inneres Bedürfnis hat, selbstständig zu werden. Sie kommen auf dieser Welt und sind sehr auf die Erwachsene angewiesen. Die sind sehr unselbstständig und mit den Jahren, man beobachtet, wie sie ihre Selbstständigkeit gewinnen. Indem man die Selbstständigkeit des Kindes unterstützt,
fördert man auch die das Selbstbewusstsein des Kindes, weil man ein Gefühl hat, ich bin kompetent, ich habe das selbstständig gemacht. Ich bin fähig, das zu machen. Und wir als Eltern können natürlich auch überlegen, in welchen Bereichen, was kann mein Kind bereits, was kann er selbst machen und das dem Kind ermöglichen. Und andererseits schauen, wo braucht mein Kind noch Unterstützung, wo kann ich noch ein bisschen helfen, damit das Kind einfach weiterkommt. Und normalerweise sagt man auch im Montessori-Pädagogik, man hilft so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Um die Selbstständigkeit zu fördern, muss man natürlich ganz vorsichtig die Umgebung gestalten, zu überlegen, wie wir diese Selbstständigkeit fördern können, welches Möbel sollen wir dem Kind kaufen, dass es selbstständig vielleicht sich die Hände waschen kann und welche Schränke sollen wir dem Kind geben, dass es selbstständig drankommt, um sich Sachen zu holen und sich zum Beispiel einen Tisch zu decken, oder hat das Kind einen Zugang zu den Snacks und so weiter, kann sich das Kind selbstständig anziehen oder hat es überhaupt Zugang zu seiner Kleidung und so weiter. Darüber werde ich im nächsten Video sprechen. Ich werde euch zeigen, wie man bestimmte Bereiche der Wohnung kindesgerecht einrichtet, so dass die Kinder diese Selbstständigkeit entwickeln können. Also wenn du kein Abonnent bist, abonniere den Kanal und drück auf das Glöckchen, damit du diese Videos nicht verpasst. Material. Das nächste Thema Material. Man redet nicht von Spielzeugen, sondern man redet von Material, und dem Material wird besonderen Wert beigelegt. Material soll sehr attraktiv sein, hochwertig sein. Das Kind soll motiviert sein, das Material in die Hände zu nehmen, und jedes Material erfüllt einen Sinn und Zweck und hat nur eine bestimmte Aufgabe. Über Material, wie man das anrichtet, wie man ein Kinderzimmer und ein Spielecke für dein Kind einrichtet, habe ich bereits ein Video gemacht, das werde ich hier oben verlinken und in der Infobox-Beschreibung, dann kannst du nachher nachschauen, wie genau du so eine Spielecke nach Montessori gestaltest, dass es attraktiv für dein Kind ist, dass dein Kind Motivation findet, mit den Spielsachen zu spielen, und dass dein Kinderzimmer immer aufgeräumt aussieht. Zu dem Material wollte ich noch kurz erwähnen, dass das Kind lernt mit allen Sinnen, und das beachtet immer Montessori. Es gibt zum Beispiel Sinnesmaterialien, die alle Sinne des Kindes ansprechen, sei es riechen, sei es sehen. Es gibt Material für Mathematik lernen, für Sprachen lernen und so weiter. Es werden Kategorien geschaffen, und in jeder Kategorie gibt es aufbauenden Studienplan. Jedes Material baut aufeinander auf und schafft dem Kind die Reize, sich in bestimmten Aufgaben zu vertiefen. Die Marie Montessori hat immer gesagt, dass das Kind lernt mit der Hand. Die ganzen Lerneffekte kommen von der Hand, also Sinnesmaterial ist ganz wichtig, und das kannst du natürlich als Eltern auch mitnehmen und deinem Kind so viele Sinnesmaterialien wie möglich anbieten. Also kannst auch bereits im Babyalter vieles machen, und ich habe auch ein Video gemacht mit verschiedenen DIY-Ideen, selbstgemachten, gebastelten Spielzeugen, die auch diesen Bereich abdecken, und das werde ich hier verlinken. Nächster Punkt sind sensible Phasen. Das ist auch sehr interessant und auch toll zu wissen. Als Eltern finde ich das immer faszinierend zu wissen, in welcher sensible Phase sich mein Kind gerade befindet. Und Maria Montessori beobachtete die Kinder ganz genau und erkannte, dass zu bestimmten Zeiten haben die Kinder besondere Lernbereitschaft für bestimmte Dinge. Sie hatten besonderes Interesse an bestimmten Dingen. Und diese Zeiten hat Marie Montessori sensible Phasen genannt. Und in diese Zeiten haben die Kinder erhöhte Lernbereitschaft. Man sagt, wenn die sensible Phase vorbei ist und das Kind hat das nicht verinnerlicht, was er verinnerlichen musste in der sensiblen Phase, ist es etwas schwieriger, später das zu lernen, beziehungsweise die Lernprozesse sind etwas anders, die Kinder werden das etwas anders aufnehmen. Deswegen ist es extrem wichtig, diese sensiblen Phasen zu wissen und zu wissen, wo sich gerade dein Kind befindet. Auf welche Dinge sollte man achten, damit das Kind in der sensiblen Phase das lernt, was er am einfachsten lernen kann. In Montessori-Pädagogik gibt es folgende sensible Phasen von 0 bis 6. In dieser Phase ist eine Sensibilität für Bewegung, Sensibilität für Sprache und Sensibilität für Ordnung ausgeprägt. Die Phase von 3 bis 6 Jahre ist die Phase für Sensibilität für Bewusstseinentwicklung, Sensibilität für soziales Zusammenleben. In der Phase von 6 bis 12 Jahre entwickelt das Kind das Sensibilität für neue soziale Beziehungen, Sensibilität für die Entwicklung eines moralischen Bewusstseins
und Sensibilität für Abstraktionen. Und die Phase von 12 bis 18 Jahre steht für Sensibilität für Gerechtigkeit und Menschenwürde, Sensibilität für soziale und gesellschaftliche Prozesse, Sensibilität für wissenschaftliche Erkenntnisse und Sensibilität für politische Verantwortung. Übungen des praktischen Lebens. Das ist auch etwas, was in Montessori-Pädagogik sehr bekannt ist. Dadurch, dass das Kind alles nachahmen möchte, was Erwachsene machen und dieser Streben nach Selbstständigkeit hat, und durch seinen absorbierenden Geist strebt das Kind, alle Tätigkeiten zu machen, was wir Erwachsenen in unserem Alltag machen. Und Maria Montessori hat es beobachtet, dass das Kind, dass die Kinder sehr gerne diese Tätigkeiten ausführen, dass bei diesen Tätigkeiten eine sehr hohe Konzentration sich aufbauen kann, dass die Tätigkeiten auch sinnvoll sind, weil die mit den Händen ausgeführt werden und wie ich bereits erwähnt habe, durch die Hände werden auch die Lernprozesse aktiviert und die Kinder lernen am schnellsten. Und somit hat Maria Montessori den Kindern verschiedene Aktivitäten angeboten, die im Alltag zu machen sind, zum Beispiel mit dem Besen zu kehren oder den Tisch sauber zu kriegen oder den Tisch zu decken oder zu bügeln und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten, was die Kinder auch machen können. Und zu Hause ist es ein perfekter Ort, diese Aktivitäten, diese Übungen des praktischen Lebens zu machen. Vielleicht hast du selbst gemerkt, dass die Kinder immer dabei sein wollen, wo du bist, sei es beim Kochen, sei es beim Wäschemachen. Und du als Eltern kannst dein Kind natürlich unterstützen, indem du ihm sinnvolle Aufgaben gibst und erlaubst, diese Tätigkeiten zu machen. Die haben diese innere Zufriedenheit, weil sie das selbstständig gemacht haben, weil sie dich unterstützen und eine sinnvolle Aufgabe haben. Dieses Thema werde ich auch in anderen Videos abdecken. Da werde ich eine Reihe von Videos machen, was du deinem Kind anbieten kannst, welche Tätigkeiten dein Kind machen kann. Also warte auf dieses Video und wir gehen hier weiter. Und noch ein wichtiger Punkt, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, was wir zu Hause machen und vielleicht oft auch falsch machen, ist zum Beispiel, wenn das Kind spielt, am Spielen ist und sich sehr in das Spiel vertieft. Man sieht es, dass nicht auf die äußeren Umstände reagiert, auf die äußeren Geräusche reagiert. Und was machen wir oft als Eltern? Wir kommen vorbei und fragen nach, was machst du gerade hier? Oder wir fangen an mit diesem, toll, das machst du super, das klappt ja toll bei dir. Also auf jeden Fall fangen wir an, das Kind zu loben und wir reißen das Kind aus dieser Vertiefung raus, aus seiner Konzentration, was bei Montessori No-Go ist. Wenn man diesen Zustand sieht, wenn das Kind sich irgendwo vertieft, einfach spielen lassen, auf gar keinen Fall Kommentare abgeben, irgendwas sagen oder unterbrechen oder versuchen, das Kind woanders, seine Aufmerksamkeit woanders zu lenken, weil in dieser Phase, in dieser Zeit, wo er sich so konzentriert ist, lernt es am meisten. Und wenn du merkst, dass das Kind so in diese Flow ist, lieber nicht stören. Wieder ein Beispiel aus unserem Leben, wenn man zum Beispiel eine E-Mail schreibt und jemand kommt, ein Kollege kommt und unterbricht dich, ist es wieder schwieriger, wieder einzusteigen. Und bei Kindern merkt man ganz oft, die steigen gar nicht mehr ein. Sie lassen diese Aktivität einfach und gehen weiter. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass die Kinder ihre Konzentration aufbauen, dass sie länger mit der einen Aktivität beschäftigt sind. Und dementsprechend muss man einfach aufpassen, dass man nicht ständig unterbricht. Und als Eltern machen wir das viel zu oft leider. Ich wollte nur einen Überblick geben, was man alles so aus der Montessori-Pädagogik nach Hause mitnehmen kann, wie man dein Kind im Alltag bestmöglich begleiten kann. Und man kann ja ganz viel lernen aus dieser wissenschaftlich basierten Pädagogik. Und ich möchte euch einfach inspirieren, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen näher diese Pädagogik zu betrachten, weil man kann als Eltern ganz viel mitnehmen und ganz viel zu Hause mit seinem Kind umsetzen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!